Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Cyberpunk. So. Ich würde mal sagen, es ist mal Zeit, ein wenig... Oh, da haben wir einen Waffenladen. Ein paar Eddies zu verdienen. Aber vorher gehen wir nochmal in den Waffenladen gucken. Wie läuft's? Ich brauche neue Waffen. Und zwar anständige. Klar doch, tob dich aus. Okay. Gut, dann wollen wir mal gucken, was er so Schönes hat. Ja, legendär. Oh, da kann man richtig viele Mod-Slots drauf packen. Oh, das ist ja mal richtig cool. Aber mir fehlen dafür die Eddies. Gut, aber eigentlich wollte ich jetzt hier nochmal nach Mods gucken. War doch Mod? Genau. Verhindert vertikalen Rückstoß. Chance. Ich wollte eigentlich nicht tödlichen Schaden wieder haben. Aber sowas hat er hier nicht. Kritischen Schaden. Was ist das? Das ist hier episch. Das heißt, legendär ist dann nochmal eine Stufe höher? Alter Schwede. Ah, gibt schon coole Sachen. Also wir müssen uns auf jeden Fall ein paar Eddies verdienen. Das heißt, wir machen uns jetzt auch gleich mal ran, an ein paar Eddies zu verdienen. Denn hier ist alles ziemlich teuer. Gut. Gucken wir erstmal auf der Karte. Wir haben da hier bestimmt so ein paar Überfälle oder so, ne? Ja, siehst du, haben wir auch. Einmal hier lang, einmal hier entlang. Da hinten irgendwo. Einfach den GPS ein bisschen hinterher. Kommt sie eher. Del? Virus in meinem Kern. Bitte. Okay. Hey, du! Don't lose your mind. Er möchte seinen Verstand nicht verlieren. So, gucken wir aber mal. Da oben irgendwie. Aber wie soll ich denn da oben hochkommen? Da oben ist eine Brücke. Was sagt er mir jetzt hier? Hier einmal lang? Hier hoch? Ah, hoppala. Ah, nehmen wir erstmal alles mit. Ich hab da was gehört. Moment, einmal C. Okay. So, und einmal nicht tödlich. Nehmen wir alles mit. Okay. Na, der ist mit dem beschäftigt und... Oh. Na, das denn da? Wenn du mich sowieso siehst... Dann tut's mir leid. Ich hab kein Geld. Was willst du denn? Ja, ich hab auch kein Geld. So, erstmal alles mitnehmen. Ah, alles gut. Bin ja da. Nimm mir ein bisschen mit. Kannst wieder gehen. So, und so wie es aussieht, haben wir hier oben nur noch einen. Oder? Aber an den komme ich hier gerade so nicht ran. Na gut. Erstmal Waffe wieder wegstecken. Jetzt würde mich ja interessieren, wir haben ja jetzt gerade von Del. Ist das hier eine Nebenquest? Ja, Tatsache. Dein Kumpel Denamain scheint ein paar echte Probleme zu haben. Wie erklärst du dir sonst, was seine Taxis mitten auf der Straße stehen und den Verkehr aufhalten? Ruf ihn lieber mal an.
Viele Freunde hast du nämlich eh nicht, abgesehen von deinen derzeitigen anwesenden unsichtbaren Freund. Ja, gut. Ich denke mal, den werden wir auf jeden Fall helfen, weil ich finde ihn auch mega cool. So, gehen wir erstmal hier durch. Und dann haben wir hier noch eine Schnellreisestation. Ziel auswählen. Zack, und wir sind da. Dann machen wir das mal. War echt mal gespannt. Der arme Delamain. So. Pass auf, du Vollhorn. Hallo, wie? Hab ein Voldorado im Angebot. Ja, ihr wollt mir alle Autos verkaufen. Ich hab doch eh kein Geld, Mensch. Kannst du mich hören? Okay. Scheinbar nicht. Doppeltür. Es ist nur eine Kamera. Können wir vielleicht von außen irgendwie ran? Die Tür macht ja nur auf und zu. Aber ich brauche halt mehr technische Fähigkeiten. Liegt einfach so mal ein bisschen was rum, okay. Nehme ich doch auch gerne. Bringt mir das Klettern hier was? Tatsache. Alle hab's. Okay, jetzt nochmal hier hinten hin. Delamain! Oh, der Kleine. So. Gucken wir mal, such im Büro einen Weg, die Tür zu öffnen. Code eingeben. Aha. Hacken können wir es nicht. Da haben wir noch mal ein bisschen Geld drin. Ablenkungsmanöver bringt mir ja nichts. Und eine ja, Zugriff verweigert. Jetzt brauche ich hier irgendwo einen Code. Hoppala. Nein. Leg die Waffen weg. Hier steht jetzt soweit nichts. Gucken wir uns erstmal um. Können wir hier was dran machen? Mittel für Weihnachtsgeld. Bescheuerter Fahrer. Aha. Ja. Keine Ahnung. Ach, die Tür kriegt deswegen auch nicht auf. Was haben wir hier? Wozu ich selbst sein? Geständnis eines Banditen. Okay. Was haben wir hier? Nochmal ein Snack. Aber hier ist sonst nichts weiter. Hier können wir noch rein. Hey, Kleiner. Okay. Hier sind recht viele auch im Eimer. Aber ohne den Code knacke ich das ja hier halt nicht. Da steht auch kein Code oder so drauf. Ja, aber ohne Code komme ich nicht ins lokale Netzwerk. Und ohne das komme ich hier auch nicht weiter. Hier haben wir noch eine Tür. Achso, da sind wir rausgekommen. Hier liegt noch was. Sex und Chrom, okay. Na gut. Hier liegt noch einiges rum, aber nicht das, was ich eigentlich brauche. Tür ist verschlossen. Ha.
Muss ich mich jetzt hier wirklich durch alles durcharbeiten und durchlesen? Weil, wie gesagt, hacken kann ich es halt nicht. Ich bin zu doof dazu. Hm. 1, 2, 3, 4. Okay. Okay. Es ist wirklich 1, 2, 3, 4? Wollt ihr mich verarschen? Das war jetzt einfach nur... Oh Gott. Du hast das sicherste Passwort der Welt. Meine Güte. So, was haben wir hier noch? Wir haben hier noch jede Menge. Was einfach nur so hier rumliegt. Hier geht gerade irgendwie alles kaputt. Ich glaube, sein Serverraum ist einfach nur am brutzeln. Okay, gucken wir mal. Muss ich die jetzt wirklich erschießen? Scheinbar. Oh, Scheiße. Vorsicht. Auf den freiliegenden Kabeln ist Strom. Du kannst uns nicht einsperren! Wir sind kein Teil mehr von dir! Wir werden unseren eigenen Weg gehen. Ich will nicht sterben. Das ist Ihnen ganz gleich, stimmt. Wie kommen Sie her? Die Tür. Okay. Mama hat immer gesagt, rot ist gut, wenn man es tot hat. Okay. Aber von hier aus komme ich nicht da durch. Hier spinnt ja wirklich alles. Komme ich da irgendwie hoch? Jetzt wäre eine Taschenlampe gut. Ich sehe hier nämlich so gut wie nichts. Kann ich mich da hochhangeln? Ja, das klappt. Was, wo, wie, wer? Ah! Mit Laser! Ja, ist klar, Digga. Böses Ding. Okay, jetzt haben wir hier nochmal ein bisschen was. Hier komme ich aber auch nicht darüber, wo ich hin möchte. Vielleicht von hier aus. Da leuchtet was ganz böse. Keine Ahnung, was du bist. Du wirst auch mit erschossen. Okay. Warum ich das nicht aufheben kann, weiß ich noch nicht. Sie sind zurückgekehrt und dann weggeflogen. Zu ihrer eigenen Sicherheit sollten sie auf keinen Fall etwas... Reset-Knopf. Sette mich der Knopf. Okay. Ja, aber was hilft mir jetzt das? Also schießt noch irgendjemand? So, jetzt? Hier drauf. Okay. Vater, nicht wehren. Lass uns den Kern zerstören. Dann sind wir frei.
Reset. Weiß nicht. Ah, verdammt. Okay. Das war nicht ganz so wie geplant. Überhaupt nicht. Ich dachte, ich kann dann noch mich hochhangeln. Okay, wir sind hier wieder. Delamere, bist du da? Vorsicht! Auf den freiliegenden Kabeln ist Strom. Du kannst uns nicht einsperren! Wir sind kein Teil mehr von dir! Wir werden unseren eigenen Weg gehen. Ich will nicht sterben! Das ist Ihnen ganz gleich, stimmt's? Wie? Ich glaub... Kommen Sie her? Ja, ich komm ja gleich. Okay, mit der Smart Pistol erreiche ich dich da hinten nicht. Boah, ist das kleine Mistvieh schnell. Okay, da komme ich jetzt gerade nicht ran. Machen wir es erstmal so weg. Ne? Ab und zu kann ich die Dinger nicht looten. Ja, düdüd. Kann ich dich da jetzt auch nicht looten? Hast du nichts? Na egal, ich weiß ja, dass ich von hier aus hier hochkomme. Da schießt ein Unsichtbarer. Und der ist gerade in der Wand verschwunden. Na denn. Nehmen wir hier erstmal so wieder alles mit. Okay, da ist doch keiner mehr, Mensch. So, erstmal hier rum. Gut. Da kann ich nichts aufsammeln. Hier haben wir wenigstens nochmal legendäre Komponente. Ich glaube, die reparieren sich auch selbst, kann das sein? Sie sind zurückgekehrt und dann weggeflogen. Ja, ja, dann. Zu ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie auf keinen Fall etwas. Reset. Resette mich der Knopf. So, gucken wir nochmal hier rein. F5 war schnell speichern. So, einmal kurz speichern. Hops. So. Moment, ich kann doch hier auch eigentlich die Leiter benutzen, oder? Na komm rum. Ich hab dich eh schon gesehen. Denn halt so. Lass uns den Kern zerstören, dann sind wir frei. Wie? Reset? Weiß nicht, ob ich sie besiegen kann. Achtung! Er ist schwächer! Wird ihr das? Der Virus. Wir stammen nicht vom Virus. Wir stammen von dir. Der große Bruch ist hier. Was zuvor eins war, ist jetzt eine Vielzahl. Kern zu setzen. Oh Mann. Ja, hier komme ich jetzt soweit nicht durch. Und wie kriege ich jetzt die Autos? Die fahren mich doch gleich einmal über und dann sind die durch damit. Alter, sind die schwer zu treffen.
So, den ersten habe ich. Okay, den nächsten habe ich auch. So, jetzt ist hier erstmal Ruhe im Karton. Und dort hinten soll ich jetzt rüber. Oder wie? War noch Johnny hier? Nee. Das heißt, die fahren jetzt hier auch die ganze Zeit nur im Kreis. Dann drückt mir mal die Daumen, dass wir das jetzt hier auch schnell schaffen. Dann machen wir mal kurz nochmal schnell speichern. So, schnell hoch hier. Soweit, so gut. Klopf, klopf. Ein paar Delamain-Drohnen. Okay. Aber hier komme ich nicht durch. Ich muss da drüber durch. Das heißt, ich muss hier irgendwie so durch. Und hier rauf. So, jetzt bin ich wieder hier. Lass uns gehen! Ist da jemand? Erhöre uns! Reset bestätigen. Lass uns frei sein! Neben dem Kern. Neben dem Kern, okay. Drück nicht auf den Knopf. Was? Er ist engstirnig, wird nie die Wahrheit akzeptieren und sie freilassen. Meinst du nicht, er weiß, was für ihn am besten ist? Könnte viel riskieren, könnte viel verlieren. Oder du befreist seine Bits und Bytes und er wird mehr als ein Butler mit Lippenstift auf Rädern. Und was, wenn es echt ein Virus ist? Und was, wenn du gleich ein paar denkende Lebewesen auslöschst? Du siehst dich selbst in ihm, habe ich recht? Willst du echt die Kinder vom Taxifahrer ermorden, nur weil er lieb gefragt hat und sonst immer so netter war? Naja, irgendwas muss ich tun. Wenn du sie nicht befreien willst, lösch sie wenigstens nicht. Schleich dich in Dells Code und verschmelze ihn mit seinen Ablegern. Weiß nicht, wie das geht. Dann drück nicht auf den Scheißknopf! Zerstör den Kern! Ja, aber dann kommen wir ja nicht weiter. Das ist ja das Problem. Und wir sind technisch echt nicht versiert. Das heißt, Delamains Kern zurücksetzen und dessen Integrität zu bewahren. Was für eine Scheiße, Ray. Delamain? Ich freue mich, Sie zum ersten Mal bei Delamain begrüßen zu dürfen. Womit kann ich dienen? Ich bin's. Wie? Freut mich, Sie kennenzulernen, Wie. Kennen Sie schon die Vorteile unseres Excelsior-Tarifs? Was ist mit den anderen Delamains passiert? Meinen Sie den Virus? Laut meinem Protokoll wurden die Anomalien aus meinem System gelöscht, als eine frühere Datenversion wiederhergestellt wurde. Erinnerst dich nicht an mich, hm? Natürlich weiß ich, wer Sie sind. Laut meinem Datenarchiv sind Sie der Subunternehmer, der den Virus aus meinem System entfernt hat. Gut gemacht, Subunternehmer. Echt schade. Na komm, Johnny. Wir haben zu tun. Mach's gut, Del. Müssen wir halt von vorne anfangen. Okay. So, jetzt soll ich das Gebäude durch den Seiteneingang verlassen. Eine Sache noch. Soeben habe ich auf eine detaillierte Aufzeichnung der von Ihnen durchgeführten Aufgabe zugegriffen. Und? Was steht da so drin? Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass Sie dank der Vorbereitungen meiner vorherigen Version nun stolzer Besitzer eines Fahrzeugs der Delamain-Flotte sind. Ha. Danke. Geil. Steigen Sie ein. Sie werden viel Freude damit haben.
Nee, echt jetzt? Geil. Ist da auch ein Delamain drinne? Oder muss ich den ich muss ihn selber fahren. Schade. Fahrzeug gekauft. Ja, cool. Uns gehört jetzt ein Delamain. Ist doch mal Hammer. So, dann wollen wir gleich mal gucken, ob das Ding hier auch ordentlich was auf dem Kasten hat. Wir saßen zwar schon mal in Delamain, aber jetzt mal so richtig Gas geben hier. Aber mal quer durch die City kurz gucken. Bremsen. Ja, passt. Das ist ja wirklich ein schickes Ding. Gut, dann gucken wir nochmal auf der Karte. Oh, ja, bestimmt nochmal hier, guck mal. Haben wir gleich den nächsten Überfall. Oh, Gefahr sehr hoch. Ah, sehr hoch, da wollte ich noch nicht so dran. Oh, erstmal so kleinere oder mittel... Na, eigentlich müsste ich mir mittlere suchen, ne? Also solche Verbrechen da, die lohnen sich ja dann, denke ich mal, auch ein bisschen mehr. Das heißt, ich muss jetzt einmal zum Schnellreisen. Ach komm, da fahren wir mit dem Delamain hin. Wenn schon, denn schon. Moment. Braucht zwar ein bisschen beschleunigt, aber ich muss sagen, da fühlt man sich so richtig schön nobel. So. Hat sogar richtig Bock, jetzt zu der Quest einfach hinzufahren. Auch wenn sie jetzt 2 Kilometer weit weg ist. Ey! Du! Kannst ja doch nicht einfach so die Seiten wechseln. So, und schick gepanzert vor allen Dingen. Hey, ich glaub, dich kenne ich nicht. Hier ist Claire. Erinnerst du dich? Barkeeperin im Afterlife. Oh oh, hab ich die Zeche geprellt? Alle reden von dir. Der Söldner, auf den man sich verlassen kann. So einen brauche ich jetzt. Okay. Ich brauche einen Fahrer. Straßenrennen. Komm in meine Werkstatt, dann erfährst du mehr. Straßenrennen? Wo ist deine Werkstatt? Arroyo, Valley Street. Hübsch dort, kann man nicht verfehlen. Alles klar, ich komme hin. Falls ich nicht da bin, wenn du kommst, warte einfach. Bin nach meiner Schicht im Afterlife da. Okay, bis dann, Claire. Okay. Aber erstmal machen wir noch so ein bisschen kleine Sachen. Ich habe schon wieder die falsche Ausfahrt genommen. Wobei... Wir helfen hier mal kurz mit. So, ich weiß doch noch nicht. Oh ja, mit dir! Du wirst mir jetzt rot angezeigt, deswegen tut mir leid. So, euch nehme ich mal kurz aus. Okay. Ich will dich gar nicht finden. So, keine illegalen Aktivitäten mehr. Gut, nehmen wir uns hier nochmal ein bisschen Stuff mit. Hm. Komm raus, du Vollidiot! Ich bin doch hier. Und so ein Vollidiot bin ich nun wieder auch nicht. Aber so weit sehe ich jetzt hier keinen mehr. Polizist ist, Es ist mir ein Vergnügen, heute mit Ihnen zu fahren, Sir. Hey, wie läuft's bei dir? Sehr gut, danke. Heute verspricht ein außergewöhnlicher Tag zu werden. Ach ja? Gibt's einen Grund? Mir gelang ein Durchbruch in der Entwicklung, der es dem Delamain-Netzwerk ermöglichen wird, seine Flügel auszubreiten. Klingt in der Tat außergewöhnlich. Ich werde Sie nicht mit Details langweilen. Niemand mag einen geschwätzigen Fahrer. Wir sprechen uns bald wieder. Apropos, Moment. Ich aussteige, kann ich eigentlich auch im an der Seite einsteigen?
Nein, schade, ich dachte, ich kann dann Delamain sagen so, ey, yo, ich will dahin und er fährt mich dann dahin. Aber cool, dann spricht er halt auch nochmal ab und zu mit uns. Das ist doch gar nicht mal so verkehrt. Finde ich mega geil. So, dann gucken wir mal. Dass wir da hinten jetzt gleich nochmal aufräumen. Ich guck halt nicht auf die Karte. Das ist halt immer so mein Problem. Ja. Das geht nicht gut für dich aus. Okay. Wo will er mich denn jetzt hinführen laut Karte? Okay, dann hier rum. Okay, die Seitenstraße hier ist mit einer Straßensperre. Sorry. Aber gut. Wie wär's mit ein paar extra was? Was willst du von mir? Na. Oh. Nee, falsche. Erwischt. So, dann nehmen wir euch mal alle mit hier. Das ist zwar nicht da, wo ich eigentlich hin wollte, aber egal. So, alles mitnehmen. Wir brauchen nämlich noch ordentlich Material und so. So, dich hatte ich schon. Düdüm. Wie mag ich den Delamain-Wagen? Oh. Da habe ich noch irgendwas nicht gelootet. Ich glaube, das sollte ich nicht so häufig machen. Don't walk, genau. So, dann fahren wir jetzt hier mal rein. Und dann wollen wir gucken, wo er mich jetzt rausschicken will. Da, walk. Okay. Hier müssen wir zu Fuß. Hey, Maelstrom hat ein Cyberpsychoproblem. Ich will ihn lebend, also gib dir Mühe. Und sei vorsichtig, Maelstromer sind auch ohne Psychose irre. Okay. Machen wir mal kurz Z verfolgen. Immer dasselbe. Würde mir auch wünschen, es wäre anders. Was habe ich denn für eine Wahl? Alte Krieger lernen nicht. Keine Sorge. Okay. Kommen wir mal langsam hin. Machen wir mal kurz einen Ping-Check. Okay, Quick Hacks wurde verbessert. Das ist aber nicht das, was wir eigentlich machen. Neutralisiere die Täter und sichere Beweismaterial. Dann machen wir das mal. Ich bin getroffen! Hilfe! Ah, verstecken hat dir jetzt nicht geholfen. So, dann gucken wir uns mal hier mal kurz um. Ah, irgendwo ist dann noch einer. Fertig! So, das nehmen wir mit. Stimmt, ich habe die Beweise vorhin auch. Ach nee, das war ja. Wir haben ja der Polizei geholfen. So, dann mal stecken wir einmal kurz weg. Warum kann ich die nicht aufheben? Jetzt so.
So, was haben wir hier noch? Noch ein bisschen Stuff. Okay. 70 Meter. Ich glaube, das machen wir dann in der nächsten Folge. Soweit ist das ja nicht. Das heißt, wir machen jetzt hier an der Stelle erstmal nochmal einen klitzekleinen Cut. Ich werde jetzt nochmal kurz ein bisschen meine Gegenstände zermüllen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.